Hallo, Super, hallo, Namaste, Namaste. Namaste. Ja, wo wir gerade so beim Danken waren, möchte ich mich auch nochmal bedanken, weil ich hatte letztes Jahr bei dir Anfang des Jahres so eine Einzelsitzung, da ging das mit dem Corona gerade los und du hast mich sehr, sehr, sehr beruhigt. Das war mega gut. Vielen, Freut vielen mich. Dank. Ja, und jetzt habe ich die letzten Male, habe ich jetzt gar nicht mehr so viel geschaut gehabt. Und jetzt habe ich gesehen, oh, ein Jahr kein Edgar. Jetzt muss ich aber unbedingt nochmal kommen. Und jetzt weiß ich auch nicht, was du den anderen Satzangs erzählt hast, weil wahrscheinlich ist das mein, also das Thema, was mich jetzt gerade noch beschäftigt, ist jetzt schon mehr auf der relativen Ebene, aber es beschäftigt mich halt schon. Und du hast das wahrscheinlich schon 100 Mal beantwortet, aber ich dachte mir, egal, jetzt hebe ich die Hand, wo so lange keine die Hand gehoben haben. Und zwar, mir geht es um dieses Thema mit diesen ganzen Corona-Maßnahmen, wo ich einfach, also ich jetzt eher eine Kritikerin bin und jetzt schon immer wirklich versucht habe, so alle Blickwinkel auch immer zu verstehen und auch Glück habe in meinem Umfeld, sind auch die meisten so ähnlich wie ich drauf und die anderen sind aber Gott sei Dank nicht so extrem drauf, also so, das ist ganz gut. Ich merke mir jetzt gerade so, also jetzt so merke ich irgendwie, dass es ein bisschen eng wird, weil ich mich halt jetzt auch noch nicht impfen lassen mag und die in Deutschland jetzt so diese 3G-Sachen, also jetzt schon enger werden, auch mit dem Testen selber zahlen und so. Und ich merke schon, ja, dass ich jetzt schon auch langsam so Angst kriege, auch von Leuten weiß, die jetzt echt einen massiven Druck auch kriegen, sich endlich impfen zu lassen. Und ich immer noch versuche, alle Seiten zu verstehen. Und da hilft mir der Non-Dualitätsblickwinkel schon, dass ich mir denke, was kommt, kommt und kommt, genau wie du es vorhin so schön gesagt hast. Aber ich habe dann auch manchmal so einen Schmerz, wenn ich einfach merke, wie Menschen so tief im Zorn und im Ärger sind über das, was passiert, weil sie sich so massiv unter Druck gesetzt fühlen. Und da merke ich, dass es mir echt schon schwerfällt, da noch irgendwelche ausgleichenden Worte zu sprechen. Und ich würde mir da einfach irgendwas wünschen, was wahrscheinlich den Nicht-Spirituellen jetzt nicht so hilft, aber ich habe ja auch viele spirituelle Menschen in meinem Umfeld und oder wie ich mit dem umgehen kann, dass es mich so schmerzt, dass sie oft so in ihren dunklen Wolken drin sind und nur noch Schlimmes sehen. Ja, vielleicht hast du da ein paar Ideen dazu. Vorweg, wir haben wirklich interessanterweise ja in den letzten Satzungen gar nicht so viel das Thema gehabt. Also Okay. es ist gar keine Wiederholung. Und ich bin ja immer neugierig selber, selbst bei Wiederholungen bin ich neugierig, was ich diesmal sage. prinzipiell muss ich sagen, ich habe ja selber, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, ich war ja am Anfang, ganz am Anfang war ich ja extremer Kritiker. Es war Anfang März 2020 oder im Februar, glaube ich noch, da habe ich selber Sätze geschrieben wie, ja, sterben die jetzt an oder mit dem Virus, das muss man unterscheiden und es sterben ja so viele Kinder in Afrika jeden Tag und das ist ja alles übertrieben. Und ich habe mich dann gefragt, warum sind die alle so in Panikmodus? Da muss was anderes dahinter stecken. Also ich war am Anfang eher sogar von der Fraktion. Ja. Und dann habe ich einen großen Wandel gehabt. Erstens haben wir Leute aus Italien geschrieben, wo damals der Virus ziemlich stark grassiert ist, die wirklich im Gesundheitswesen tätig sind und da wirklich Ärzte am Limit waren und da wirklich entscheiden mussten, wen hängen sie jetzt noch an die Luft und wen nicht und so. Und ich habe dann nachgerechnet, wie das so ist mit dem exponentiellen Wachstum. Das war mir vorher nicht so klar, obwohl ich in Mathematik immer hochbegabt war in der Schule, aber habe ich schon wieder vergessen oder nicht so präsent gehabt und ich habe es dann nachgerechnet und dann habe ich gesehen, okay, habe ich dann gewusst, warum die alle so in totalen Panikmodus sind, die Regierungen, weil es natürlich auch von Experten beraten werden, die das dann vorrechnen und da kann es, wenn es schlimm geht, wirklich damals, ja, vor 1,5 Jahren, hätte sein können, dass dann von 1% auf 90% innerhalb von ein paar Wochen hochgeht. Also ab dem Moment habe ich mich dann meistens so positioniert, dass ich die Maßnahmen meistens unterstützt habe. Also dass ich mir gedacht habe, okay, oder zumindest Verständnis dafür gehabt habe.
egal ob sie aus einem Panikmodus heraus sind oder aus vernünftigen Gründen oder auch manche Sachen aus Dummheit. Ja, was ich nie gemacht habe, wo ich dagegen gegangen bin, das sind eben gerade, was du ansprichst, wenn Leute dann ins Dunkle rutschen und sich die Ärgsten eben aus dem Nichtwissen heraus, warum ist denn das alles, ja, die ärgsten Verschwörungstheorien dann konstruieren, bis hin außerirdische oder kinderbluttrinkende Schauspieler und was weiß ich, was da alles kassiert ist, was schon teilweise schlimme Wurzeln hat. Und habe ich mich dann sehr gegen das positioniert, das letzte Jahr. Und war meistens halt okay mit den Maßnahmen. Mittlerweile bin ich wieder dort, wo ich sage, jetzt ist die Impfung da. Jeder, der will, konnte schon oder kann sich impfen lassen. Und wer nicht will, dem muss halt bewusst sein, okay, dann geht er das Risiko einer Ansteckung ein. Wenn man nicht gerade alt ist oder mit Vorerkrankungen, ist das Risiko wahrscheinlich auch nicht allzu krass. Natürlich kann man Pech haben und es kann einem passieren. Und ich glaube auch daran, dass man mehr Pech haben kann mit dem Virus als mit der Impfung. Aber das ist halt dann nur so eine Meinung. Aber trotzdem wäre ich dafür, dass man die Maßnahmen irgendwann beendet. Ja, also das kann nicht ewig so weitergehen. Aber das ist meine persönliche Meinung jetzt dazu. Also dass man weder Masken noch... Einfach okay, dann hat man die Impfung, vielleicht kommen noch Medikamente dazu, das wäre halt gut, wo man es einfach konservativ behandelt. Vielleicht kommen auch noch Impfungen mit Totviren, also die klassischen Impfungen für die Leute, die jetzt vor der mRNA und so Angst haben. Das wäre alles gut. Und bis dahin kann man es ja so machen, okay, diejenigen, die jetzt da keine Angst haben vom Virus, die brauchen ja dann auch, müssen ja keine Maske nicht einmal tragen. Also ich finde das gerade jetzt alles überzogen, warum noch immer, obwohl wir jetzt schon so eine hohe Impfrate haben, da Maskenpflicht und Impfpflicht und das, ich würde das alles beenden. Aber so ist halt die Politik, die sind im Panikmodus und die machen das aus meiner Sicht natürlich aus einem Überlebenswillen heraus, nicht Überleben als Mensch, sondern Überleben als Politiker, weil sie Angst haben, wenn sie eine falsche Entscheidung treffen. Und in so einer Pandemiesituation, das haben auch mittlerweile schon Politwissenschaftler erforscht, kannst du mit als Politiker nur verlieren. Ja? Weil egal, welche Maßnahmen du machst, sie werden immer zu viel sein. Ja? Du wirst nie genau den Punkt erwischen, dass genau passt. Eher wirst du zu wenig. Wenn du zu wenig machst, bist weg vom Fenster, weil dann sterben die Leute, und machst zu viel, wird es genug geben, die sagen, das ist zu viel, und es wird ja immer zu viel sein. Es wird immer, egal ob es jetzt so viel ist oder so viel zu viel, das weiß man nicht. Nur irgendwann muss man aufhören damit. Nicht? Und, aber die sind alle in diesem Panikmodus und die sind in dem Modus, dass, ja, also das ist leider so. Das ist einmal prinzipiell, das ist meine Meinung. Nur sehe ich da schon Licht am Ende des Tunnels. Man sieht jetzt Dänemark, man sieht jetzt Norwegen, man sieht Schweden. Es gibt immer mehr Länder, die da jetzt da loslassen. Und dieses Loslassen wird ansteckend sein, schätze ich, in der Politik. Und die müssen sich halt wirklich dazu durchringen, dass, weil dann kann jeder die Verantwortung für sich übernehmen, wie es halt ist. Und wenn man Angst hat, okay, wenn man Angst vom Virus hat, aber sich nicht impfen lassen will, dann kann man ja eine Maske tragen oder sich immer rechtzeitig testen, wenn man das braucht. Oder man lässt sich impfen oder man hat keine Angst, dann hat man eben keine. Das ist auch okay, weil das Risiko eh gering ist. Und ich glaube, ich verstehe total, ja, wenn du jetzt, deine Frage war jetzt der andere, die war jetzt, aber ich wollte nur jetzt einleiten, dass du meine Position kennst. Es ist jetzt so, wenn Menschen wirklich diesen Druck spüren, ja, dass sie ausgeschlossen werden als Ungeimpfte und so. Und sollte es wirklich so weit kommen, dass die Tests kostenpflichtig werden, in Österreich ist es ja noch nicht so weit, und da hoffe ich noch immer, dass das noch lange bleibt, dass sich die Leute wenigstens am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, wie man so schön sagt, dass die Tests zumindest kostenlos bleiben für diese Menschen.
Aber wenn es soweit kommt, wird der Druck auch auf die Politik zu groß werden. Also das wird nicht lang halten. Also ich würde da keine Angst haben. Ja, wäre ich jetzt so jemand. Ja. Weil das Problem ist halt, die Angst kommt ja daher, dass er da wirklich geglaubt wird von manchen, dass da die Regierungen ein ganz anderes vorhaben. Ja, also da gehen Geschichten die Runde, die Menschheit soll dezimiert werden durch die Impfung. Da ist eine riesige Paranoia entstanden, aber auf allen Seiten. Ja, die einen haben Paranoia vom Virus, die anderen haben Paranoia vor der Impfung, die Dritten haben Paranoia vor den Regierungen. Also es ist so eine riesige Angstwelle da, ja, die das antreibt, auf allen Seiten. Ja. Persönlich hilft einem da natürlich, ist man da jetzt fein raus, wenn man weiß, es ist eh alles Gott und der Virus ist Gott und die Impfung ist Gott und die Regierung ist Gott. Wovor sollte man Angst haben? Ne? Bin alles ich. Ja? Wenn man das aber nicht weiß, ja, dann hat man ein Problem. Und dann ist das vielleicht ein Wake-up-Call. Ja? Ich habe am Anfang den Virus insofern sogar Positives abgewonnen, weil das für die Umwelt zumindest temporär recht gut war, ja, diese Lockdowns, dass die Menschen auch zu sich kommen und schauen können, was will ich denn wirklich, was ist mir persönlich wichtig. Und wenn da Angst ist, egal ob Angst vor dem Virus, Angst vor der Impfung, Angst vor Regierungen, Angst vor Verschwörungstheoretikern, Angst vor egal was, geht es immer nur darum, diese Angst zu spüren. Weil es ist ja, der Tiger steht ja nicht wirklich in der Tür. Das ist ja nur im Kopf, egal was es ist. Ja. Sollte man sich anstecken oder sollte man, mit Zwang wird ja eh jetzt nur niemand geimpft. Jedenfalls, egal was passieren kann, hat man dann nur immer Zeit, die wirkliche Angst zu spüren, die dann im Körper auftaucht, wenn der Tiger wirklich in der Tür steht. Aber in den meisten Fällen steht er nicht in der Tür. Ist das nur Illusion im Kopf? Sind das alles Geschichten, die man sich erzählt oder die man glaubt, egal ob von den Medien oder von Verschwörungstheoretikern oder von Regierungen oder von egal was, sind alles nur Geschichten. Also ich habe eine gute Freundin, die arbeitet in einer Arztpraxis und ist die einzige nicht Geimpfte. Und die hat gesagt, jeden Tag kriegt sie das zu hören von Chefs, von Kollegen. Also sie fühlt sich sehr gemobbt und Ja, ja, und die war aber ja. schon immer Impfgegnerin. Also es war jetzt nicht jetzt erst, ja. Das heißt, für dieses Sonnen, die kann ich einfach sagen, mal lasse ich mich halt impfen, ja. Also aber mit dem Impfstoff erst recht nicht, also nicht gescheit lang Nee, getestet und nee, so. klar. Also die hat es schon massiv sozusagen jeden Tag in der Arbeit, ja, Ja, super. und kommt dann zu mir und Ja, ist doch super. Da kann sie jetzt erkennen, dass sie im falschen Job ist. Dass sie in einem falschen Büro arbeitet oder in dem Fall Arztpraxis. Da gehe ich doch weg. Da geht es ja gar nicht darum, ob ich jetzt mich zum Impfen bekehre. Ja? Weil es ist ja ihr Recht, dass sie sagt, sie will keine Impfungen und so. Ich habe zum Beispiel nie Grippeimpfungen gehabt. Ich habe mein ganzes Leben nur Grippeimpfungen gehabt. Habe aber viele andere Impfungen gehabt. Also ich bin da mal so. Ne? Aber wenn man sagt, nee, mache ich nicht, ja, mache ich nicht. Und wenn sie dann gezwungen wird, das ist alles ein Retreat. Wenn man genau hinschaut, das ist alles ein Retreat für jeden. Da kommt keiner weg auf dem Planeten derzeit, ohne davon betroffen zu sein. Wir haben da ein gemeinsames Thema, wir haben einen gemeinsamen Retreat. Ja? Und jeder hat andere Auswirkungen. Und die gilt es dann anzuschauen. Ja? Was ist noch echt? Was will ich wirklich noch? Will ich überhaupt zu so einem Arzt gehen oder will ich mit solchen Kollegen zusammenarbeiten? Nein. Und da habe dann ich halt das fühlen. Gefühl, also weißt du, da habe ich dann das Gefühl mit diesem, es wäre ja leicht, irgendwie immer dahin zu gehen, wo es halt leicht ist, ja. Und da habe ich das Gefühl, da trenne ich mich aber so von den anderen, ja, weil ich dir in Anführungszeichen schaue ja, dass ich da wegkomme und umgebe mich nur noch mit Menschen, die meiner Meinung sind. Da habe ich mir, da denke ich mir, das kommt mir auch so falsch vor. Ja und nein, ja, in Wirklichkeit dieses Trennen von anderen. Gut, okay. Du bist sowieso immer von allen anderen getrennt, weil du bist nie verbunden. Das ist alles nur Fake. Ja? Die einzige Verbindung zu den anderen hast du in dir. In dem Augenblick, wo du authentisch bist mit dir
und in dir fühlst, was soll das sein, dann bist du in Verbindung mit allen anderen in Wirklichkeit. Ja? Und ob sich das im Außen jetzt manifestiert, auf die eine oder andere Weise oder nicht manifestiert, ist dir in dem Augenblick, wo du mit dir verbunden bist, letztlich sogar egal. Ja, da kann sogar die ganze Welt anders sein wie du. Es ist wurscht. Ja, wird nicht so sein. Ja, und man findet dann wieder, wo, ich meine, früher hat man gesagt, früher war das ja noch, vor Corona war das noch was Positives, wenn man sagt, man findet dann Gleichgesinnte, die Leute, mit denen es nicht mehr geht, die können gehen. Und dafür kommt man neu ins Leben. Mittlerweile durch diese scheiß Corona-Krise ist ja wirklich so, dass eher leider jetzt wieder so ist, dass er wirklich das sehr getrennt hat. Da gebe ich schon recht. Ja, es gehen die Splits mitten durch die Firmen, mitten durch die Freundeskreise, mitten durch die Familien. Jetzt ist eine irrsinnige Trennung, die da gerade passiert, eine irrsinnige Polarisierung, die sich zeigt, die subtil aber schon immer da ist, wo man merkt, okay, man denkt anders, man hat andere Wahrheiten regelrecht, an die man glaubt. Ja. Wie kommt man da zusammen? Und aus meiner Sicht für ein normaler, wie würde ich sagen, Psychologe oder ein normaler, der mit Mediation beschäftigt ist. Ich habe einen Freund, der macht Mediation, also wo es darum geht, die Menschen, die in Konflikt sind, wieder zusammenzubringen oder in Frieden Lösungen zu finden. Der hätte da auch schon genug zu tun und der würde natürlich sagen, geht mal aufeinander zu, konstruktiv etc. Aber das bin ich ja nicht. Ne? Ich bin spiritueller Lehrer und ich sage dann, ja, pfeif drauf, die Verbindung ist in dir. Du bist mit allen verbunden, wenn du mit dir authentisch bist und in dir bleibst. Und da muss nicht im Außen das harmonisch sein. Das ist eher ein Zeichen, es ist ein Retreat. Es ist ein Zeichen dafür, dass ich mich dann in dem Fall zurückziehe zu mir. Und dann ist auch der falsche Weg. Da gebe ich da eher auch recht, was gesagt hast, dass ich dann in meine Blase gehe, weil das ist ja das, was da jetzt auch passiert. Ja? Früher hätte man, das wollte ich eigentlich vorher sagen, früher hätte man gesagt, okay, dann tauchen die Menschen auf, mit denen man gut kann. Aber jetzt sind daraus regelrechte Blasen entstanden und du kriegst die Menschen ja aus ihren jeweiligen Blasen gar nicht mehr raus. Ne? Aber ich glaube, da kommt man auch am ehesten dann raus, wenn ich mich aus der eigenen Blase auch zurückziehe und wirklich ganz zu mir gehe und zu dem, was ist da jetzt wirklich? Was sind da für Gefühle? Und die wollen gefühlt werden. Ja? Auch die Angst, die dann eventuell da ist, will gefühlt werden. Und die Wut will gefühlt werden. Und die Traurigkeit will gefühlt werden. Also ein riesengroßes, wer es konstruktiv für sich nutzen kann, ist das eigentlich ein Geschenk. Das ist ein riesengroßer Retreat. Jeder wird zurückgeworfen auf sich selbst und auf seine Wahrheit. Und da hilft einem leider, oder Gott sei Dank, da hilft einem die eigene Blase auch nicht. Nur die eigene Blase hat diesen illusionären Charakter. Den hat es eh schon immer gehabt. Wir waren ja immer schon in einer Blase. Ja, das Kollektiv ist immer dieser Kollektive, das Mindfeld, dieses Verstandesfeld, das waren immer schon Blasen und das war immer schon getrennt. Ja? Das ist nur so eine Illusion gewesen, als wäre da Einheit gewesen. Das Mindfeld, da gibt es viele verschiedene Mindsettings auf dem Planeten, die ganz verschiedene Matrixen erzeugen. Ja? Das habe ich extrem erfahren, wie ich in Indien unterwegs war, zum Beispiel im hinduistischen Teil, wenn ich da von einem Teil, wo es mehr Shiva angebetet haben, in einen Teil kommen, wo es mehr Krishna anbeten und mehr in die fließende Energie gehen, in die Hingabe, die anderen sind im Wollen und dann kommst du nach Goa und da ist Christentum. Das war, als würde es von einer Matrix in die andere kommen. Es war so deutlich sichtbar, du hast fast die Luft schneiden können von dieser Energie. Ja, dieses Feld, man hat es fast gesehen, so wie wirklich in der Matrix diese grünen Dinger. Also man hat es wirklich fast gesehen, wie diese Energien unterschiedlich sind, je nachdem, was da für Feld herrscht. Das war immer schon so und jetzt treffen es halt aufeinander. Das ist eine irrsinnige Energie, die da frei wird. Und ich schätze, ja, und es kann durchaus sein, dass er in ein Chaos gehen könnte, ja, noch in ein stärkeres Chaos in der Welt. Und da meine ich jetzt gar nicht Corona, da meine ich nur die Umwelt und da meine ich andere Katastrophen, die auf uns zukommen. Aber das ist aber eine spirituelle Umbruchszeit und ist dennoch nicht getrennt von dem ganzen Prozess, von dem größeren Prozess, dass auch daraus dann wieder eine neue, höhere Ordnung entstehen wird.
Also ein goldeneres Zeitalter dann danach wieder kommt. Ja. Und für sich ganz persönlich kann man nichts anderes tun, als wirklich schauen, was ist meine Wahrheit und welche Gefühle habe ich da jetzt dazu und wo spiele ich mit, wo spiele ich nicht mit und was sind meine. Nicht? Das ist ja okay, dass man dann sagt, da hat man Prinzipien und dann erkennt man, okay, da spiele ich dann nicht mit oder auch nicht oder es kann ja umgekehrt sein, vielleicht soll sie vor lauter Angst dann, dass sie den Job verliert, doch impfen gehen, weil sonst, wer weiß, ne? Keine Ahnung. Ne? Das ist, und für wen anderen kann genau das Umgekehrte gelten. Es gibt nicht die eine Wahrheit für alle, sondern es gibt nur die eine Wahrheit, die jetzt gerade für jeden Einzelnen ansteht. Und wenn die voll erfahren ist, darf die dann wieder gehen und dann kommt eine andere Wahrheit und eine andere Erfahrungsebene. Das ist das, was hier wirklich abgeht. Ja, danke. Sehr wertvoll. Vielen, vielen Dank für deine Impulse. Ja. Ich weiß ja schon, so spät ist, höre ich jetzt auf und dann lass die anderen auch noch drankommen. Vielen, vielen Dank. Namaste. Falls noch eine Nachfrage, kannst du mal wirken lassen. Haben wir vielleicht noch mal Zeit, kannst du ruhig noch mal reinkommen. Danke. Gern. Namaste. So.